Heute dreht sich alles um die Urgewalten der Natur. Wasser. Feuer. Und Idioten. Ich bin Vera Bunk und das ist Most Ridiculous. Oh my God. Beginnen wir mit dem Sound des Tages. Heute ist es die Karambolage. Oder hattet ihr etwa mit dem Klang einer Oboe gerechnet? Heute widmen wir uns den heldenhaften Rettungssanitätern und präsentieren klassische Unfälle wie diesen. Oder diesen. Alter, sind das die neuen Air Jordans? Die habe ich in Rot. Das hier ist eher ungefährlich, wenn er nur in der Lage ist, zu vermeiden, dass... Und nein, er hat's nicht geschafft. Kennt ihr das? Ihr bekommt ein Geschenk und vor Begeisterung drescht ihr darauf ein. Verdammt, Margaret, der Tisch ist hin. Das ist Margaret egal. Sie wollte eine Handtasche. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung von Golf. Und damit bin ich wohl nicht allein. Dieses reizende Geschöpf hat eine neue Beschäftigung für sich entdeckt. Tennisbälle vermöbeln. Aber Vorsicht, bei dieser Tätigkeit sollte stets auf ein sicheres Umfeld geachtet werden. Keine Angst, dem Tennisball geht's gut. Tänzelnd wie die Profis lauern diese Boxer auf einer Öffnung. Mit Erfolg. Um mit dem Onlinehandel mithalten zu können, bietet dieser Laden einen neuen Service. Ein Drive-In. Hallo, haben Sie dieses Kleid auch in Blutrot? Ich weiß zwar nicht, wie viele Transportgurte beim Einbau eines Riesenfensters nötig sind, aber was ich weiß, ist, dass... es hier zu wenige waren. Dieses Mädchen ist eine Influencerin. Glückwunsch! Deine Reichweite schafft es bis in den Krankenwagen. Woo! Willkommen zu unserem heutigen Wettstreit im Ring um die Lächerlichkeit. Wir lassen zwei Gruppen gegeneinander antreten, um zu sehen, wer lächerlicher ist. Heute auf unserem Programmplan: Skater gegen Freerunner. Beide Disziplinen sind für all diejenigen perfekt, die auf ein Leben im Krankenhaus abzielen. Und wir reden hier nicht von langweiligen Sportverletzungen. Runde 1. Alle mögen Skater und Freerunner, weil sie uns mit ihrem Hang zur Selbstverletzung bestens unterhalten. Sehr schön. Das war's mit der Familiengründung. Jetzt zu den Freerunnern. Das ist Hardcore-Parkour. Ich wette, das versucht er nicht so schnell nochmal. Oder doch? Die Runde geht an die Freerunner. Unser nächster Skater überwindet erst galant ein Hindernis und wird dann selbst zu einem. Da ist das Rail und da kommt ein Segway. Hoffentlich kennt er die Besuchszeiten im Krankenhaus. Dieser Freerunner will uns was zeigen, und zwar... ein Knöchelbruch vor laufender Kamera, zu unserer geistigen Erbauung. Richtig gut. Aber nicht so gut, wie einen Segway-Nerd aus dem Verkehr zu ziehen. Dieser Punkt geht also an die Skater. Okay, nächste Runde. Happy Birthday, Kleiner. Zeig uns, was du kannst auf deinem neuen Skateboard. Nice. Du brennst bestimmt darauf, dein Geburtstagsgeld in einen neuen Herd zu investieren. Der Nächste hat sich ein flexibel einsetzbares IKEA-Regal gegönnt. So stand's zumindest in der Beschreibung. Er sollte einfach nicht alles wortwörtlich nehmen. Ein Punkt für die Freerunner.
Sie führen ganz knapp mit 2:1. Okay, hier kommt endlich die Antwort auf die Frage, was treiben diese Jungs, wenn sie nicht gerade an meiner Bushaltestelle herumlungern und erfolglos Mädchen anbaggern? Ha, genial! Jeder weiß, dass Frauen total auf Krücken stehen. Eure Chance, Skater! Ah, dieser Clip lehrt uns, Skateboards sind eine Gefahr für Leib und Leben. Auch für die Zuschauer. Der Punkt geht an die Skater. Es steht unentschieden. In der letzten Runde geht's um alles. Dieser Rollbrettfahrer wird von einem Kart umgenietet, während sein Kumpel den Stunt macht. Das ist gut. Aber ich wünsche mir eine andere Perspektive. Wow! Danke, bezaubernde Genie. Bleibt zu erwähnen, dass er unversehrt blieb. Okay, er war leicht benommen und brach in Tränen aus, aber hey, das ist uns allen doch schon mal passiert. Gut, hier ist der letzte Sprung der Freerunner. Erstaunlicherweise verletzt sich der Typ nur einen Zeh. Und meine Augen. Deswegen ernenne ich die Freerunner zu den lächerlichsten Vollidioten. Saubere Leistung! Und jetzt gibt es den Leitfaden für Gehirnbefreite. Heute zeigen wir, was man bei einem Selfie nicht beachten sollte. Diese umwerfende Dame versteht absolut nicht, worum es hier geht. Um sich einen Platz in dieser Show zu verdienen, musst du schon mehr hinlegen. Oh, Volltreffer! Zurück zum Leitfaden. Regel Nummer 1. Das Publikum will mehr. Ob dieses Selfie im Netz große Wellen schlägt? Ja, definitiv. Zwischenzeitlich schalten wir kurz in die OP-Waschanlage. Haha, ein Klassiker. Okay, zurück zur Show. Regel Nummer 2. Denkt dran, Selfie-Sticks sind perfekt geeignet, um Surfern aus heiterem Himmel eine Kopfnuss zu verpassen. Das Handy danach einfach in Reis legen. Hey Bro, ich habe eine Idee für dein nächstes Tattoo. Wie wär's mit "Ich bin ein Verlierer"? Direkt auf der Stirn. Regel Nummer 3. Straßen sind ein gefährliches Pflaster. Und voller Fotobomber. Bonustipp. Mach nie ein Selfie, wenn du Muttis Geburtstag vergessen hast. Fahr lieber zur Tankstelle und kauf Blumen. Regel Nummer 4. Du willst ein Selfie mit einem gefährlichen Wildtier machen? Lass es. Ja, auch Handys können Snapchat-Opfer sein. Hier noch weitere Beispiele von armen Irren, die Regel Nummer 4 ignoriert haben. Manchmal geht die Gefahr auch in überschwängliche Zuneigung über. Keine Sorge, wir haben uns rückversichert. Mutter und Kalb sind wohl auf. Puh. Zu guter Letzt Regel Nummer 5. Das hier bitte nicht nachmachen. Und auch das nicht. Ich komme gerade aus dem Gym. Bei Insta? Okay, aber möchte man ihr auch im wahren Leben folgen? Also, in ihrem Rückenwind? Es ist Zeit für das Wetter. Bleiben wir beim Thema unangenehme Lüftchen, denn es wird windig. Also schraubt eure Mützen fest, nehmt einen Hering zur Hand und seht diesen Vollpfosten zu. Drachen wurden im antiken China erfunden und schon Konfuzius fragte sich: Lässt der Mann den Drachen fliegen oder der Drachen den Mann? Auch dieser Typ ist am Abheben. Nach dem Höhenflug kommt der Fall. Kennt ihr diese Weltbester-Papa-Tassen? Dieser Papa hat keine verdient. Das Problem bei windigem Wetter ist, dass der Poltergeist nicht lang auf sich warten lässt. Gruselig. Wind kann echt unhöflich sein. Stuart, Racing, DP4. Er hält einem nicht mal die Tür auf. Das sieht nach Spaß aus.
Das nicht so. Ja, ihr habt richtig gesehen. Sie war wirklich kurz ein Fischkopf. Es gibt nur eine Sache, die noch sinnloser ist, als Golf zu spielen. Bei so einem Wetter zu spielen. Das ist heutzutage ein seltener Anblick. Wegen der Inflation gibt es Ballons, nämlich nur noch auf Pump. Hey Kids, tolle Neuigkeiten. Ich weiß, ihr wolltet eine Playstation, aber das hier ist viel besser. Wenn ihr meint, es wäre lustig, sich gegen den Strom zu bewegen, dann seht euch diese Helden an. Exzellentes Wetter für Rodelsurfen. Dieser Typ liegt ständig im Clinch mit seiner Mülltonne. Du bist ein Drecksack. Nein, du bist ein Drecksack. Dieser Clip heißt Windkopf. Ich frage mich, warum? Gut, das Rätsel ist gelöst. Diese Lady kriegt die Abdeckung für den Whirlpool nicht zu. Normalerweise reicht es, die Sprudeldüsen einzuschalten, um ein Lüftchen zu verdecken. Aber jetzt kehren wir noch mal zurück zu dem Rodelsurfer. Seiner Familie ist es ein Trost, dass er an dem starb, was er am meisten liebte. Unterkühlung. Okay, bevor es weitergeht, solltet ihr euren Tipp abgeben. Wer von diesen Nervenkitzel-Junkies wird bei diesem Höllenritt ohnmächtig? Ist es Mädchen 1, Woozy Susi, oder Mädchen 2, Dizzy Diana? Entscheidet euch jetzt, denn gleich gibt's die Auflösung. Ich kann's kaum erwarten. Willkommen zurück zum Most Ridiculous. Vorhin solltet ihr raten, welches Mädchen während der Fahrt ohnmächtig wird. Hier ist die Auflösung. Es ist Mädchen 2, Dizzy Diana. Keine Sorge, es geht ihr gut. Allerdings wurde sie erneut ohnmächtig, als sie ihre Haltestelle verpasst hat und versehentlich im Disneyland landete. Jetzt ist es an der Zeit für den Most Ridiculous Cup, bei dem wir einige der besten sportlichen Fehlleistungen aller Zeiten feiern. Er zum Beispiel steht total auf Basketball. Nur leider nimmt er das zu wörtlich. An Basketball liebe ich die schiere Vielfalt an Möglichkeiten. Man kann sich zum Narren machen. Oder echt lächerlich. Yeah, I've got skills. Und manch einer macht sich einfach vollends zum Clown. Oh, der hier kombiniert gleich zwei Disziplinen miteinander. Basketball und Vollpfosten. Traurig ist es, wenn die Gegenmannschaft einen Vorteil hat, weil ihr bester Spieler die Schwerkraft ist. Wer erinnert sich noch an sein erstes Mal, als er es mit den Älteren aufnehmen wollte? Ihr glaubt, das war schlimm? Ihr hättet sehen sollen, was in der Kinder-Kickbox-Gruppe passiert ist. Furchtbar. Eigentlich ist Basketball ganz entspannt, aber es gibt eine goldene Regel. Übe niemals in der Geistergarage. Aber keine Sorge, das war nur seine Mutter über die Gegensprechanlage. Den Pokal für die lächerlichste Aktion gewinnt dieser Haudegen, dessen unkonventionelle Spielweise die ganze Halle zum Beben brachte. Hoppla. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Besitzer des Most Ridiculous Cups. Und eines überdimensional großen Wäscheständers. Wer hat Lust auf eine Runde Karambolage? Hier kommt die Rubrik Fahrer des Tages. Dieses Segment erinnert an Top Gear,
Nur mit Idioten, Schwachmaten und Posern, die zum Zeitvertreib dumme und gefährliche Stunts machen. Also wie bei Top Gear eben. Beginnen wir mit dieser Autodidaktin. Hi! Ja, es hat einen Grund, dass Tierärzte keine Führerscheine ausstellen. Yep, denn Tierärzte gehören keiner offiziellen Organisation für Verkehrssicherheit an. Oh, seht nur, dieser Winzling sitzt heute zum ersten Mal hinterm Steuer. Wir rufen dir einen Krankenwagen. Ali! I got one of the twins here, Keely. Dieser Vater gibt seiner Tochter eine Fahrstunde. Ich habe einen Tipp für dich, Keely. Fahr durchs Tor, dann immer weiter und schau nie mehr zurück, Mädchen. Na, wollt ihr einen Vorgeschmack auf die kommende Realverfilmung von Cars? Im Mittelpunkt steht ein liebenswerter roter Jeep, der beschließt, einfach abzuhauen, nachdem er von einem zudringlichen Mechaniker einmal zu oft am Bauch gekitzelt wurde. Und was diesen Uber-Fahrer am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass ihm sein Fahrgast maximal 2 Sterne geben will. Bestimmt habt ihr euch schon mal gefragt, komme ich mit einem Quad in den Motorraum meines Wagens? Dieser Clip liefert die Antwort darauf. Geht's dir gut? Es ging ihm noch nie gut. Golfkarts sind genial. Sie sind für alle perfekt, die sich auf dem Golfplatz Sorgen machen, dass andere Leute sie für intelligent halten könnten. Aber unser Fahrer des Tages ist eindeutig der hier. War es wirklich so eine gute Idee, den Ex-Mann als Zeichen der Versöhnung zu bitten, die Braut und ihren gut aussehenden Bräutigam in die Flitterwochen zu fahren? Naja, man sagt ja, die Ehe ist eine Dummheit, die zu zweit begangen wird. Haustiere sind perfekte Mitbewohner. Kuschelig und gemütlich, treu und liebenswert. Freunde, die immer für einen da sind. Sie lassen dich nie im Stich, im Gegensatz zu Menschen. Sie ersetzen zwar keinen menschlichen Partner, gehen jedoch in schlechten Zeiten alle mal als Braten durch. Ei. Dieser schlappohrige Kerl ist allerdings eine Ausnahme. Dabei hat er doch eigentlich 4 Hasenpfoten als Glücksbringer. Seht euch diesen kleinen Kerl an! Die Hamster-Version von Scream ist doch die niedlichste. Klar, Hunde sind unsere Nummer 1. Und das ist ein Superhund. Tatsächlich. Er ist Superdog. Er kann fliegen. Keine Ahnung, was das für ein Hund ist. Aber ich tippe auf Boxer. Und wenn dieser Hund noch mal auf eine Kamera pinkelt, erzählen wir den Kindern, dass er auf einer Farm ist, wo sie ihn nicht besuchen können. Mach mal halblang, Fido. Das ist ganz bestimmt nicht dein Pulli. Freud hat gesagt, Zeit mit Katzen sei nie verschwendete Zeit. Ich glaube, das sieht diese Frau anders. Dieses Forscherexemplar steht nicht so auf Abhängen. Jetzt kommt unser Leckerchen. Was könnte niedlicher sein als eine fette Ratte mit Hausschuhen? Wie wäre es mit einer weiteren fetten Ratte, die sich anschleicht und die Hausschuhe klaut? Gern geschehen. Warum ist dieser Hamster bloß immer so müde? Es hat sich herausgestellt, dass er nachts einem Zweitjob als Ninja nachgeht. Dieser Clip könnte von super niedlich zu super erschreckend kippen, sollte dieser Hamster eine Nussallergie haben. Das bedeutet ein paar extra Runden im Hamsterrad, mein Freund. No more peanut butter for you. Erinnert ihr euch an die Zeit, als es der letzte Schrei war, zu einem Hasenfriseur zu gehen? Nein, ich auch nicht. Sie nennen es ein trojanisches Pferd. Denn es verbirgt Tödliches im Inneren.
Das ist ein Zebra. Die Fellzeichnung der Tiere war lange ein Mysterium. Jetzt fanden Forscher heraus, dass sie einen Strichcode für eine Familienpackung Chips darstellt. Danke, Wissenschaft! Anyone ever seen a zebra chase his tail? Hier ein Tipp. Versucht niemals, eine Ziege zu klauen. Die sind nämlich mit einem eingebauten Alarm ausgestattet. Sicher habt ihr euch auch schon mal gefragt, was mit Sheryl Crow passiert ist. Nun, hier ist die Antwort. Ja, ein Mann hat einen Vogel und musiziert sogar mit ihm. Das war's für heute. Allerdings nehmen wir uns noch kurz Zeit für den Helden des Tages. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass es heute eine besonders tapfere Frau geworden ist, die es immer noch nicht geschafft hat, ihren Whirlpool abzudecken. Bis zum nächsten Mal, wenn sie hoffentlich fertig geworden ist. Bis dann! Ha ha ha!